Mein Name ist Santi Mythos und wir spielen wieder Castle Clickers und ich habe mal diese Zahlen umgestellt, die man so angezeigt kriegt. Und ich muss sagen, das sieht so viel besser aus. Vor allen Dingen zeige ich euch gleich mal eine Kleinigkeit. Ne? So, wir kriegen hier ein paar Ressourcen geschenkt. Bild per Klick. Gemstone und unser Schiff, was ewig unterwegs war, wieder da, hat 276 Millionen Steine mitgebracht. Ne? Ich meine, holy moly, ey. Ne, genau, wollte ich nämlich sagen, weil ich habe durch das Umstellen mal gemerkt, dass so manche Minen doch mehr geben als erwartet. Unter anderem die Steinmine, die 140 Millionen gegeben hat am Anfang. Von denen ich jetzt mittlerweile schon 35 Millionen habe. Ich meine, der sammelt hier nichts hier, der automatische Sammler, sag ich mal. Aber ich habe gestern noch ein bisschen rumgewuselt da dran. Das heißt, wir haben ein bisschen Stein. Wir können heute also ein bisschen was machen. Möglicherweise zumindest. Das ist ja mal die Sache. Als allererstes möchte ich die Schiffe losschicken. Hier mal erforschen. Und zwar möchte ich, dass du 22 Stunden irgendwo geradeaus fährst. Wir brauchen weitere Zeugs. So. Wir brauchen weitere Minen. Wir müssen jetzt uns mit Minen versorgen in großen Mengen, ne? Im großen Stile. 22 Stunden, so, Gallery ebenfalls. Halt, bevor wir dich losschicken, die Galeere, du wirst gebaut. Boah, wie schnell er geht! So. Galeere, du wirst jetzt losgeschickt. Ups, das war dämlich. Du wirst jetzt auf 22 Stunden losgeschickt. Okay. Die Clipper, die wird losgeschickt auf eine neue Stadt. Mach mal, dann schicken wir hier so einen Typ mit. Dauert einen Tag. Das werden wir wohl morgen nicht aufnehmen können. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dann machen wir das Ding ja noch fertig. Haben wir überhaupt hier noch? Ja, wir haben hier noch. So, du bist jetzt aus Gold, mein Freund. So. Und dann schicken wir dich auch auf 22 Stunden los. Kommt halt leider nicht so viel raus, aber es ist besser als ja nichts zu machen. So, Steamship. Müssten wir haben, ne? Haben wir eindeutig. Ich denke ja. So, erledigt. Du gehst auch los auf 22 Stunden. Oder warte mal, wie lange brauchst du zur Stadt? Das ist viel zu lange. 22 Stunden. Okay. Und unser Airship. Das können wir auch upgraden, instant. Muss ich wohl über Nacht mal wieder ein paar Stoffbahnen machen lassen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Oh, oh, oh. Warum wird denn das so billig überschrieben? Warum ist das jetzt so verbuggt, komisch, billig? Das ist das Einzige, bei dem das so ist. Das war bei dem von der ersten zur zweiten Version schon so hässlich. Verbuggt, sag mal. Also da müssen sie nochmal drüber gucken, die Entwickler, denke ich. So, du suchst uns ebenfalls. Warte mal, Stadt dauert 10 Stunden. 10 Stunden. Mach mal. Ja, danke. Ja, ja, ich muss irgendwas anklicken. Ja, boah. Alter. Nee, wir können das große Innen bauen, ne? Jawohl. Haben wir so viel Wolle? Ja, die haben wir. Ach ja, oh Gott, das ist ja der Mist. Das heißt, das wird diese Aufnahme nicht mehr fertig. Dafür gibt es aber unheimlich viel Geld. Die Farm können wir, die wir jetzt angefangen haben, können wir jetzt schnell bauen. Das ist ja kein Problem. Zack, 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 zack. Die in der Mölle da. Easy. So. Die nächste Höhe kostet auch wieder Steine. Jetzt gucken wir mal erstmal. Also als allererstes Special. Wir haben hier die Bank. Da haben wir irgendwo was investiert. Genau, Steine haben wir nämlich investiert. Auslutschen. Die habe ich gestern vergessen rauszunehmen. Sehr gut. Wir investieren heute irgendwas. Und zwar, wir können ja, ich habe keine Ahnung, Holz ist immer so was man maximal Begrenzung hat. Dann haben wir auf jeden Fall unser Casino. Sollen wir ein bisschen Kohle verzocken. Ganz wichtig, weil ohne verzockte Kohle geht hier nichts. Yay, ein Gemstone. Yay, ein Gemstone.
ich bin gespannt, ob wir noch was anderes kriegen außer den Gemstone. Dafür, dass die Chance eigentlich so hoch sein soll, na, wer weiß, wie das berechnet wird. Ist wahrscheinlich 60 mal so hoch und nicht einfach 60%, 60 mal so hoch. Oder so, als vorher, und ist trotzdem ultra low. Also. So ein bisschen. Oh, und zweiten Gemstone, ist ja nicht schlecht, hat sich schon gelohnt. Dafür die paar tausend ausgeben, ist in Ordnung, denke ich. Kann man nehmen, ja. Boah, das war laut. So, wie sieht's denn aus mit dem Holz? Hier, irgendwann mal arbeiten, ist nämlich nicht voll. So, Zähne, jetzt wird schnell. Erledigt, okay, Mysterium kann man nichts machen mit. Die Sachen sind jetzt eindeutig zu teuer, beziehungsweise sind noch nicht möglich. Gilde. So. Die Carpentry School haben wir, die Mining School. 57 Millionen Steine. Oh. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Muss mal kurz was gucken hier. Nee, okay, das ist nicht das, was ich gedacht habe. Ist das hier die Creation Gilde? Oder ist das hier die Creation Gilde? Also wir brauchen Advanced Farm, Keep und Lumberyard. Advanced Farm, Keep und Lumberyard. Haben wir noch den Keep gebaut? Doch, wir haben ihn. Advanced Farm haben wir. Keep haben wir. Wir haben eigentlich von jedem eins. Von diesen... Achso, Advanced. Noch eine Reihe höher. Das hier. Gut, fangen wir mal an, das zu bauen. Yay, Level Up! Was gibt's denn Schönes? Wenn ich jetzt Bilder Level Up mache, dann zieht er mir die wieder alle ab da. Was mache ich mal? Bilder Level Up und... Clay Pit ist mir zu wenig. Warum mache ich nur den Power Stone? Ja, ich weiß. Advanced In, alle Mann runter, alle Mann wieder hin. Ins In. Verstehst du? Verstehst du? Okay. Das ist dann erledigt. Advanced Keep brauchen wir noch. Es wird halt mit den Steinen, mit dem Holz wieder ein bisschen eklig. Problem ist, ich kann das nicht mal mehr auffüllen, weil wir mit dem Sammeln nicht mehr nachkommen. Probleme, Probleme, Probleme. Problemskis. Wir können weitere 7 Millionen halten, ne? Das ist ja nicht wenig, ne? So, wir brauchen Advanced Keep, haben wir ja gesagt. Kriegen wir hin. Die Materialien haben wir fast alle noch. Da wird Zeit, hier wieder ein paar Stoffbahnen zu machen. In der Zwischenzeit machen wir auch 10 Mann hier. Das ist ja richtig low, so, Holz muss ich gleich nachholen. Steine haben wir noch genug. Das ist alles kein Thema mehr. Ich kriege den Bus nicht mehr gesammelt. Bin mittlerweile übrigens bei 52 Cent. Mir fehlen also bloß noch 30 ungefähr. Wenn ich die zusammen habe, hole ich uns den Klicker. Wenn ich die nicht zusammenkriege, dann ist halt einfach Pech. So, also Holz ist alle. Holz, 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 Holz. Wo ist das ganze Ding hier? So viel Zeug hier, ja? Holz. Wir sammeln zwar mit 5000, aber das dauert trotzdem lange. 5000 war noch gut, wo wir knapp noch 2 Millionen gebraucht haben oder eine Million für irgendwas. Ja, aber jetzt ist das ja nichts mehr eigentlich. Was verdienen wir eigentlich gerade pro 1300? Okay. Ich sehe das ewige Holz jetzt sammeln wieder los. Und was habt ihr so gemacht? Seid ihr auch schön am Holzhacken? Nicht? Ihr guckt euch so einen Müll hier an, sagt er. Oh mein Gott. Ich würde ja lieber Holz hacken. Ehrlich. Doch. Oder Müll labern, eins von beiden. Also Holz, Holz, Holz labern und Müll hacken. Ich glaube, das geht. Das ist eine gute Idee. Wait, wait, what? What? Das war ja blockiert. Ehrlich. Oh. 10% mehr Bild per Klick. Ja, toll.
Super. Meinen kommt ja nicht mehr hinterher. Lass mal sehen, wie ich das jetzt pushen kann, noch irgendwie. Also Harvest Mining ist so ein bisschen. Vielleicht muss ich jetzt einfach mal statt immer diese alle 2 Tage die Dingens zu nehmen, alle 3 Tage vielleicht Harvest Mining. Muss ich mal gucken, ob das mit drin ist. Oder alle 4 Tage, ich weiß es ja nicht. Das dauert halt ultra lange, bis wir das Ufi geholt haben. Bis dahin sind wir schon wieder ein Stück weiter wieder. Leaderboard, was sagst denn du? 99. Unser Rang wird besser. Wir haben 99 Punkte und sind bei Rang unter 500. Das ist schon mal gut. Da 500 von 1000 Spieler ist also nur die Hälfte, ne? 1000 Spieler von 5000 Spieler, wow. Bin bei einem Zehntel dabei, schon. Ja. Im 1/10 der besten Leute. So, das ist fertig. Mehr oder weniger. Advanced Keep. Ja, kommt hin. 50.000, ey. Ey, boah, alter, boah. Boah, Konstriktor, boah. Okay, zap. So viele Leute kann ich gar nicht unterbringen. Okay, wir haben Ditte, Lumberyard haben wir, haben Farm noch nicht, ne? Genau. Brauchen wir mal 4 Millionen Steine schnell. Holz. Ah, das machen wir schnell. Holz. 4 Millionen Holz, Steine wollte ich schon wieder sagen, Holz. Ha, 4 Millionen Holz. Ja. Haben wir in die Schatzkisten? Haben wir Maps? Mal spannend, was für eine Städte uns die Boote morgen, also mitbringen. Doch, ist ja morgen im Prinzip. Bestimmt noch was Cooles. Ich hoffe es, weil 1 zu 25 ist kein guter Tausch mehr. Das würde mir 250.000, 2,5 Millionen nehmen oder so, das ist nix. Ne? Das ist halt ein bisschen traurig. So, also wenn wir die knappen 4 Millionen Holz haben, dann bauen wir das andere fertig, dann gucken wir, was bei rauskommt. Ich hoffe, dass das diese Creation Guild ist und ich hoffe, dass das auch irgendwas Sinnvolles macht. Wird wahrscheinlich sauteuer sein, weil alleine die Mining Guild ist ja schon super überteuer. Ne, aber ja, man muss halt gucken. Einfach mal einen Blick drauf werfen. Dann sehen wir ja. Gut. Schraube runtergeworfen. Auf wir fangen und doch nicht runtergeworfen. Also ist offensichtlich gelandet, also so halt. Wir können 23 Millionen Holz halten. Ich werde mal gucken, dass ich noch mehr Lumberyards baue und den erhöhe und dann über Nacht wieder vollfarmen lasse. Obwohl ich nicht mal mehr weiß, ob die das überhaupt schaffen. Weil wenn ich alleine gucke, wie lange ich jetzt schon mit dem Klicken brauche, mit 5000. Und die sammeln irgendwie mit 1800. Jede Sekunde oder so. Brrr. Das sind 60.000, sagen wir mal die Sekunde, doppelte. Naja, 120.000 die Minute, ne? Das musst du dann einfach mal 100 rechnen. Minuten auf jeden Fall. Naja, gut, kommt hin, kriegen sie voll. Gut, wir haben das fertig, also schnell zum nächsten. Nicht zum Advanced Inn, sondern hier. Das heißt, wenn das uns immer so 200-300 gegeben hat, der letzte Gasthof, dann wird der uns jetzt vielleicht 1000 geben, mit ein bisschen Glück. 1000 Gold die Sekunde. Einkommen, das wäre eigentlich nice, ja. Das wäre so ziemlich nice. Bam. Blablabla. Erledigt. Das heißt, wir haben jetzt die Creation Guild. Yeah, ist es nicht? Yeah, hier. Die Magic Guild. Okay, man kann die Magic Guild dann nochmal. Oh.
156 Millionen. Oh mein Gott. Basic Mining School muss ich bauen, um den Dauten freizuschalten. Oh Gott. Und die hat ja schon. Oh Gott. Das ist machbar. Ne? Das Holz zu sammeln ist halt das Problem im Augenblick. Aber die Steine, die haben wir da. Die muss ich bloß farmen. Zum Beispiel, indem ich nebenbei ein Video gucke, so wie gestern, habe ich mich einfach so hingestellt so, und habe dann einfach die ganze Zeit hier so draufgehämmert auf diesen Ding und habe einfach mein Video geguckt oder was auch immer das da gestern war. Wie sieht die Anime genau? Und dann ging das halt auch, aber meine Güte. Oh Gott, da kann ich richtig Kohle raushauen, damit das hier, also Geld raushauen, damit das hier was wird. Kann hier die zum Beispiel richtig erhöhen, damit hier mal was rauskommt bei. Na, dann. Eieieiei. Steine, da sind nochmal Steine, da könnt nochmal 10 drin hauen. Frage mich, wie lange das hält, wenn ich 4000 verbrauche pro Sekunde. 4000 die Sekunde sind 40.000 bei 10 Sekunden mal 6. 245.000 pro. 240.000 pro Minute. Dann kann ich 10 Minuten mit 240 Millionen, 2,4 Millionen meine ich. 100 Minuten kann ich das halten. Doppelte ungefähr, mit ein bisschen Glück, das Doppelte. 200 Minuten, 3 Stunden ungefähr kann ich das halten, so wie das jetzt ist. Warum habe ich hier eine 600.000er Steinmine? Was ist das für ein lahmes Ding? Ehrlich jetzt mal. Ungefähr 3 Stunden, dann ist die Kohle alle. Muss halt alle paar Stunden mal nachgucken. Alle 6 Stunden eigentlich. Alle 6 Stunden würde bedeuten, ich kann nochmal eine Stunde mehr alles laufen lassen. So. Jo, ganz so kritisch muss ich jetzt nicht machen, aber so ähnlich zumindest schon mal. Okay, das ist abgelutscht. Was war denn das für eine Bobmine? Genau wie die Dinger hier. Was ist denn das alles? Das sind noch alte Reste, war vom. Bevor die ganzen Upgrades rauskamen, die wir gemacht haben. Aber das ist ja nix. Das mag nachher alles schön nebenbei. Das ist so wie die 30.000er damals, wenn man sich erinnert. Wenn wir überlegen, wir haben schon fast 30 Folgen, ich bin schon fast einen kompletten Monat durchgehend dieses Spiel. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Die mache ich jetzt noch und dann gucken wir mal, ob wir was Produktives noch machen können. Auf jeden Fall kriege ich Hunger. Ich muss gleich noch Stream Collector aufnehmen. Da muss ich alles noch rendern. Ich habe 4 Oxygens. Dann die Zwiebel dann halt dementsprechend. Oh, das wird eine ordentliche Arbeit nachher. Da muss ich ein bisschen Haushalt machen in der Zeit. Vielleicht die Zeit relativ gut. So. Lumberyard. Das werden wir schon mal ansetzen zumindest. Ich werde mich nachher noch ein bisschen drum kümmern, Holz, also, was ich alles machen müsste jetzt instant, ne? Das ist nicht machbar, ehrlich, das ist absolut nicht machbar. So, ja nicht. Wenn ich jetzt ihn ansetze, dann braucht er 50 Minuten, bis er fertig ist. Er macht mit 550 und wir machen bei Holz auf jeden Fall Plus. Also, das wird automatisch fertig dann, das ist schon mal nicht so verkehrt. Also, wir können ein bisschen nach, das nicht ganz so lange dauert. Ja. Gut, dann kann ich noch einen zweiten aufsetzen, bestimmt. Gerade so, noch ihn. Ja, dann geht es schneller. Gut, dann ist auch das vorbereitet. Was ist, wenn ich noch ihn aufsetze? Nope, das ist einer zu viel, alles klar. Also, wie gesagt, ihr könntet 3 Stunden lang so halten, wie das. Dragonforge, die kann ich mir auch leisten, die ist eigentlich an sich billig. Die bauen wir dann auch demnächst, weil das gibt Harvest dazu. Mining, Building, okay. Kann ich mir vielleicht für morgen vornehmen, dass man das so macht. So, hiermit könnte man die Schiffe beschleunigen, das kann ich mal noch bauen. Das ist ja gar nichts, Mann. Zack, 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 zack. Okay, bauen noch eins, komm schon. So noch im Rahmen.
Also sind die Schiffe jetzt nochmal 2x20% schneller. Bedeutet, dass das Ein-Tag-Schiff nicht mehr einen Tag braucht. Das heißt, es wird morgen auch in Aufnahme mit drin sein, weil wir das jetzt beschleunigt haben, auf dem Weg dahin sozusagen. Gucken wir gleich nochmal nach. Das heißt auch, dass die 22-Stunden-Schiffe auch bald fertig sein werden. Das heißt aber auch, dass dann, wenn ich sie wieder auf 20 Stunden schicke, die dann halt einfach noch mehr Ressourcen mitbringen. So, gucken wir doch mal. Wo waren das jetzt hier? Was waren jetzt hier das Langsame? Du, ne? Genau, da bloß noch 15 Stunden. Achso, ne, das ist ja nicht das, was ich gesucht habe. Warte, warte, warte. Wer war denn das? Hast du das? Die sind's nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die alle bald fertig. Das ist mit jeden Tag hier noch beseelt. Jetzt nicht mehr. Wir brauchen 17 Moospötte die Sekunde. Ich hoffe, das haut hin. Ansonsten darf ich jetzt erstmal raus aus dem ganzen Gebäude hier. Weg, 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 weg. Ich könnte noch eins bauen. So, auf jeden Fall muss ich dann... Also, Close Factory läuft jetzt. Dann müssen wir Oil Refinery machen. Damit das voll bleibt. So. Das Schöne ist, dass viele Gebäude ja bald fertig sind. Ne? Das heißt, dass ja hier das... Das ist ja das Innen, was wir hier bauen, ist ja bald fertig. Das dauert jetzt halt bloß noch ein bisschen, weil halbe Stunde. Und bis dahin, dann sind die alle runter, die verbrauchen am meisten. So, gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Könnt mir gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, ne? Vor allem, wenn ihr neu seid. Und ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Was man vielleicht verbessern könnte an allem. An dem Spiel, an meinem Stil und so weiter. Und ansonsten... wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.